Hallo Kackbratzen. We shouldn't be anywhere near here, should we? Really? The teachers always tell us to stay away from this place. Jeder hat mindestens einmal in seinem Leben schon mal Flipper gespielt. Egal ob auf einem dieser riesigen Automaten, in denen man eine tonnenschwere Kugel herumschubst, oder eben als Videospiel. Und wer erinnert sich bitte nicht an das sagenhafte 3D-Pinball, das standardgemäß mit einer jeden Windows 95-Installation auf die Pestflatte gespült wurde? Das Spielprinzip ist auch nicht schwer zu begreifen. Man schleudert den Spielball auf die Bühne, auf der er einen wilden Hindernisparcours durchlaufen muss und das am besten so lange wie möglich. Das Einzige, worauf man als Spieler achten muss, ist, dass die Kugel nicht ins zentrale Loch oder ins Seitenhaus gerät. Damit das nicht passiert, prügelt man auf die links und rechts angebrachten Knöpfe, die dann wiederum zwei Schenkel auf- und abbewegen. Allerdings sollte man wenigstens 1 Gramm Hand-Augen-Koordination mitbringen, um halbwegs ein paar Punkte einzufahren, denn die Kugel wird während des Parcours teilweise unglaublich an Fahrt aufnehmen. Pinball ist ein Spiel, das mit einem minimalen Aufwand rein theoretisch maximalen Spaß bietet, sofern man eben diese Art von Spiele mag. Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Tischen mit Brücken, Toren, Bumpern und allen möglichen Kram, damit die Kugel in Fahrt bleibt. Das Gameplay bleibt allerdings immer dasselbe. Der Ball will ins Loch und der Spieler muss das verhindern. Was soll man auch schon an einem Spielprinzip ändern, das sich über Jahrhunderte schon bewährt hat? Tja, und da kommt nun Paranoia Escape ins Spiel. Diese Pinball-Perle wurde 1998 exklusiv in Japan auf der PlayStation veröffentlicht und ist das einzige Spiel aus dem Hause Matilda. Ich habe keine Ahnung, welches Gras man bei der Entwicklung geraucht hat, aber Paranoia Escape ist wirklich die Ausgeburt eines sehr schlechten Fiebertraums. Und deswegen gibt es ja hier diesen jämmerlichen Kanal, für den ich immer mal die schrägsten Spiele aus der Vergangenheit aus der ganz untersten Schublade herauskrame. Paranoia Escape ist nicht nur ein 0815 Pinball-Spiel. Und wenn man es nicht selbst mal gespielt hat, dann kann man auch nur sehr schwer begreifen, worum es überhaupt geht. Zum einen ist es ein First-Person-Pinball-Spiel. Das alleine klingt schon etwas merkwürdig, aber eine ähnliche Idee hatte Tanksoft schon 1989 mit ihrem Titel und den sagenhaft passenden Namen First-Person-Pinball, das aber eigentlich auch nur ein komplett generisches Flipperspiel war und nur auf einem extra Bildschirm die Ego-Perspektive aus Sicht der Kugel anzeigt. So gesehen ist Paranoia Escape wohl der wirklich erste echte Ego-Shooter-Flipper. Aber das macht das Spiel natürlich nicht seltsam genug. Wie gesagt, hat man bei Matilda vermutlich ganz schlechtes Gras geraucht und so hatte man die Idee, ein Pinball-Spiel mit einem Horror-Thema zu erschaffen. Yep, ich hab euch ja gesagt, dass es heute ziemlich seltsam wird. Wer beim Anblick der Bilder sich nicht schon längst mit der Gürtelschnalle die Augen ausgestochen hat, wird auf dem Cover des Spiels den Namen Screaming Matt George lesen. Im Prinzip haben wir diesen Typen diese Ausgeburt der Hölle zu verdanken. Hinter Screaming Matt George verbirgt sich niemand anderer als der Special-Effekt-Künstler Yoji Tani. Der im Exil lebende Japaner hat sein Können schon in diversen Filmen unter Beweis gestellt. Darunter Predator, Jack Frost oder auch Nightmare on Elm Street 4. Und weil er ein Allround-Talent ist, gründete er bereits in den 70er Jahren eine Shock-Punk-Band und produzierte später auch Spezialeffekte für eine Vielzahl von Musikvideos. Seine Gabe ist, Monster zu entwickeln, die absolut nicht von dieser Welt sind. Und das alles in Handarbeit. Tatsächlich gibt es in seinen Werken keine Spur von digitaler Bearbeitung und sein Antirealismus verleiht seinen Kreationen eine sehr groteske Irrealität. Also was konnte auch schon groß schiefgehen, wenn er mit seinem Talent nun ein Videospiel entwickeln wollte? Als eingefleischter Pinball-Enthusiast wird man mit Paranoia Escape sehr starke Probleme haben, seine Würgereflexe unter Kontrolle zu halten. Man spielt wie gesagt aus der Ego-Perspektive, was vermutlich für den Hardcore-Pinball-Fan schon ein großes Sakrileg ist. Das ist aber nicht alles. Wie es eben in einem Ego-Shooter üblich ist, kann sich der Spieler im Level zudem noch bewegen. Die Flipperschenkel sind also nicht traditionell am unteren Bildschirmrand festgenagelt. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig verwirrend, aber wenn man den ersten Schock mal überlebt hat, wird man feststellen, dass sich Paranoia Escape gar nicht mal so kacke spielt, wie man es meinen könnte. Die Level von Paranoia Escape sind keine großen und offenen Räume, sondern streng lineare Schläuche, was der Orientierung unheimlich zugute kommt.
Es stimmt zwar, dass der Ball sehr gerne ausbricht und man des Öfteren die Kontrolle verliert, aber wie in auch in allen anderen Flipperspiel wird man wild und wahllos auf die Tasten hämmern, um irgendwie die Kugel wieder auf die richtige Bahn zu bringen. In Paranoia Escape gibt es allerdings nicht nur die Gefahr, seine Kugel im Aus zu verlieren. Es wäre kein richtiges Horrorspiel, wenn es nicht auch echte Feinde gäbe. Und wer nicht schon komplett erblindet ist, der wird auch einen kleinen Gesundheitsbalken entdeckt haben. Es ist tatsächlich möglich, dass einem eine Vielzahl an Gegnern das Licht ausblasen wird, noch bevor man das Ende eines Level erreicht hat. Es gibt eine Menge Gegner, die einem sehr gerne zu Tode beißen oder einfach nur aufschlitzen wollen. Ciao, tschö. Eine weitere Besonderheit in Paranoia Escape ist, dass man nicht nur das Ende eines Schlauches erreichen muss. Nach dem ersten Level warten auf dem Spieler auch einige absurde Bosskämpfe, die es zu überstehen gilt. Für alle, die sich in ihrer Kindheit viel zu tief einen Wachsmalstift in die Nase geschoben haben, gibt es nicht nur drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, sondern man kann auch auswählen, wie viele zusätzliche Kugeln man mit auf seine unwirkliche Reise nehmen möchte. Zur Auswahl stehen 5, 10, 15 und sogar unendlich viele Ersatzbälle, und wenn das noch nicht ausreichen sollte, um diesen absolut seltsamen LSD-Traum bis zum Ende zu spielen, darf man sich auf unendliche Continues freuen. Allerdings wird der Highscore bei einem jeden Einsatz wieder auf 0 gesetzt. Ein wenig Strafe muss also sein. Bisher habe ich noch kein Wort über die wunderbare Grafik verloren. Es ist wohl unnötig, darauf hinzuweisen, dass Paranoia Escape das wohl abgefuckteste Spiel ist, das man auf der PS1 finden kann. Das beginnt schon bei den Flipperschenkeln. Anstatt zwei Balken wie in einem jeden anderen Pinballspiel, steuert man zwei Skelettkackbratzen, die dann ihrerseits die Gehirnkugel durch die Gegend schubsen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das Leveldesign beschreiben soll. Es passt manchmal einfach nichts zusammen und trotzdem ergibt es eine gewisse Harmonie. Es erinnert zwar irgendwie an die Harmonie einer Kuh, in dessen Magen eine Bombe explodiert ist, aber trotzdem kann man einen gewissen Sinn von, sagen wir mal, Ästhetik erkennen. Man reist durch organische Bahnen mit riesigen Spritzen, die in den blutroten Boden genagelt wurden, stolpert über infizierte Eingeweide, die von deformierten Parasiten geplagt werden, absurde Städte voller menschlicher Kakerlaken und so vieles mehr. Es ist sowohl blutrünstig als auch komplett lächerlich. Das Design ist so schön wie ein Zukunglück, aber auf der anderen Seite auch wieder total lustig. Das Spiel ist abstoßend, aber es besteht diese gewisse Neugier, dass man einfach nicht aufhören kann, denn wer weiß schon, welchen Albtraum das nächste Level bereithält? Der Versuch, das Design der Monster zu erklären, ist vielleicht komplett unmöglich. Man hat hier Kreaturen erschaffen, die man mit einem gesunden Menschenverstand nicht verstehen kann. Die Monster passen einfach in keine Kategorie. Man muss das Spiel einfach selbst erlebt haben. Aber bevor ihr euch das ROM holt, solltet ihr unbedingt die Finger von schlechten Drogen lassen. Und wenn ihr zudem ein sensibles Ohr habt, dann solltet ihr die Lautstärke auch etwas runterdrehen. Die Geräusche könnte man zwar 1:1 auch in ein anderes Flipperspiel einbauen, aber die Hintergrundmusik ist dann doch etwas speziell. Es ist der zeitgenössische Mix aus Punk und Techno mit einem Hauch von Industrial. Leider, oder zum Glück, ist Paranoia Escape ein sehr kurzes Spiel und lässt sich in gut einer halben Stunde abschließen. Aber trotzdem ist es ein ziemlich anständiges Flipperspiel. Die Kugel lässt sich mit ein wenig Übung relativ einfach unter Kontrolle halten und man wird eine Menge Spaß mit dem Titel haben. Allerdings nur, wenn man sich an die Optik gewöhnt hat. Paranoia Escape ist das gespielte What the Fuck und man wird es sein Leben lang nicht vergessen. Das Design der Level wird euch auch noch in euren schlimmsten Träumen verfolgen und euch heftigst eure Gehirnwindungen verbrennen. Aber euch erwartet eine wirklich einzigartige Erfahrung. Von daher ist es schade, dass Spiele wie Paranoia Escape so komplett in der Versenkung verschwinden. Gerade weil sie so komplett anders sind, haben sie mehr Aufmerksamkeit verdient und nicht etwa das 12.000. Video über die immer gleichen Klassiker. Paranoia Escape ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, was man mit sehr viel Mut und kleinen bunten Pillen alles zustande bekommt. Setzt euch also eure Piratenhüte auf und segelt nach Romhausen. Aufgrund der eher geringen Verfügbarkeit muss man sich auf Plattformen wie eBay auf sehr große Schmerzen einlassen. Aber es lohnt sich, auch wenn ihr Gefahr läuft, während des Spielens eure restlichen 5 verbliebenen Zellen eures Gehirns zu verlieren. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.